Hallo liebe Leute und heute schnappen wir uns den letzten Orden bei Pokémon Smaragd im Randomizer. Wir sind bereit, die 8. Arena zu betreten. Und mal schauen, was uns für Gefahren hier erwarten. Unsere 4 Pokémon sind ausgewählt. Nichts hat sich verändert, so als kleiner Beweis. Die Frage ist nur, wen setze ich jetzt erstmal nach vorne? Ich würde sagen... Ja, erstmal die Pokémon mit den niedrigsten Level. So, und dann gehen wir jetzt direkt in die Arena rein. Also keine Heil-Items, die 4 Pokémon, wir sind bereit. Und hoffen, dass es gut geht. Das heißt, ich sollte möglichst viele Trainer meiden. Na, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Champ, DJ Kerr. Arenaleiter Juan in Xeneruville ist der Meister der Wasser-Pokémon. Und auf dem Weg zu ihm wirst du auf gefrorenem Boden ins Rutschen kommen. Tut mir leid, aber ich kann dir auch nicht, mehr auch nicht sagen. Den Rest des Weges musst du alleine meistern. Ich hasse diese Arena. Ja, ich hasse sie. Hier gibt es nämlich ein kleines Rätsel, was wir bewältigen müssen. Wir müssen nämlich jedes Feld einmal bröckeln lassen. Um diese Treppe erscheinen zu lassen. Ich meine, jetzt am Anfang ist das noch leicht. Aber dafür wird es nachher noch etwas kniffliger. Und ich werde wahrscheinlich ein paar Mal in den Boden fallen. So, das war noch leicht. So, jetzt muss ich mir das Ganze einmal ansehen. So, darum, dann das. Nein, das geht schon mal nicht. Nee, da muss ich andersrum. So. Würde das gehen? Ja. Ja, das würde gehen. Gut, machen wir das. So. Dann einmal hoch, hier lang. Ja, wunderbar. Leute, ich bin schneller beim Arena-Leiter, als ich angenommen hatte. Wir haben es geschafft. Yay. Okay, wir sind beim Arena-Leiter. Wow. Ich dachte, ich würde länger dran brauchen, aber nö. Ich fühle mich gerade verarscht. Soll ich absichtlich nochmal runterfallen, damit wir wenigstens noch ein paar Trainerkämpfe haben, damit das nicht zu schnell vorbei ist? Okay. Naja, ich weiß ja nicht, was der Arena-Leiter jetzt für Pokémon hat. Okay, Leute. Auf geht's. Lass mich dich was fragen. Wusstest du das schon? Ach, ich sollte nicht so schüchtern sein. Ich habe Vasili alles beigebracht, was man über Wasser wissen muss. Ja, oder so. Und dann habe ich mein Amt als Arenaleiter aufgegeben. Ich habe die Arena an Vasili übergeben. Doch es gab einen zwingenden Grund für mich zurückzukehren. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Gut, Leute. Du solltest Zeuge unserer Kunstfertigkeit werden. Eine Illusion aus Wasser, geformt von meinen Pokémon und mir. Na, dann schauen wir mal, was du hast. So, es wird Zeit für Juan. Oder Cristiano. Ist ja auch quasi... Nee, Cristiano ist ja italienisch. Juan ist spanisch, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Nino Ramel, weiblich. Level 41 schon, ach du, okay, wie verhält sich Unlicht? Neutral, okay. Ja, aber zwei Treffer. Was? Okay. Danke fürs Schmeicheln. Das bringt Schmeichler. Okay, es senkt den Angriff. Was? Ah, nee, okay. Das ist quasi sowas wie. Wie heißt es jetzt nochmal? Ah, wie heißt nochmal diese Attacke? Die so ähnlich ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Es liegt mir auf der Zunge. Ah, nee. Komm ich gerade echt nicht mehr drauf. Scheiße. Vielleicht wisst ihr es gerade. Scheiße. Gut, ich mache jetzt mal Blizzard. Komm, Adventure Holmes. Du schaffst es. Sehr gut. So weiblich ist Nidoran. Du bist eingefroren. Oder eher gesagt, weggefroren. Bye, bye. Wunderbar. So, Georock. Okay, da könnte ich sogar Adventure Holmes drin lassen. Das passt. Das ist perfekt. So, dann surfen wir eine Runde. Hoffentlich klappt es auch. Nein, es tut weh. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Weiß nicht so viel rum, 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 weiß bitte nicht so viel rum, weiß nicht so viel rum. Bitte lass mich, bitte lass mich, bitte lass mich. Bitte treff, bitte treff, bitte treff. Verdammt, 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 verdammt. Georock will mich alle machen. Ich sehe schon kommen. Ja, weiter wird stärker. So, jetzt aber. Tschüss, Georock.
Sehr schön. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr vor weiter haben. Jetzt haben wir genug gewalzt. Godzilla, Psycho und Eis. Da habe ich Gengar. Wobei, ja doch, ich hätte auch noch Heras. Aber wir nehmen Gengar, da sind wir auf der sicheren Seite. Wobei, nein. Ach, egal. Nur ist es spät, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich könnte höchstens noch wechseln, aber... Ich denke mal, wir schmeißen lieber schnell einen Spukball, bevor es uns tot küsst. Und tschüss. Das ist aber herzallerliebst. Kussilla nur. Ein bisschen. Du warst Unlicht, oder? Ah, Pfiffchen, was war Pfiffchen? Das war doch Unlicht. Oder? Scheiße, gegen Unlicht habe ich nichts. Da muss ich, ja gut, nehmen wir Calimera, da sind wir auf der neutralen Seite. So, okay. Pfiffchen. Nimm mal Triplette. Ich glaube, das ist wirklich der beste Angriff gegen dieses Vieh. Das reicht sogar. Okay, ich denke mal, der Sieg ist sicher. Egal, was du einsetzt, auch wenn es ein Registier ist, du wirst mich nicht mehr davon abhalten können, zu gewinnen. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Mann, gib mir doch wenigstens noch ein bisschen Herausforderung. Na gut, Leute, wir haben den 8. Ort sicher. Diese Challenge war auch nicht wirklich schwer. Die letzte Arena war wirklich bisher die heftigste. Na gut, somit haben wir den 8. Ort sicher. Perdu ist weg. Danke für den 8. Ort. Somit sind wir bereit, jetzt bald, ja, in die Arena, Quatsch, ja, ihr wisst schon, die Top 4 zu begegnen. Aber es dauert natürlich noch ein bisschen. Ja. Ausgezeichnet. Sehr schön. Du hast gewonnen. Ich weiß, dein brillantes Talent wird jeden Gegner bezwingen. Aber im Vergleich zu mir oder auch Vasili fehlt es dir an Eleganz. Vielleicht sollte ich dir ein paar meiner Kleidungsstücke leihen. Ja. Ich habe nur Spaß gemacht. Statt meiner Kleidung überreiche ich dir den Schauerorden. Und 4600 Poké-Dollar. Vielen Dank. Na wunderbar, nun haben wir alles, um gegen die Top 4 antreten zu können. Dieser Orden sorgt dafür, dass dir alle deine Pokémon gehorchen. Der Orden befähigt dich außerdem dazu, die VM-Kaskade Wasserfälle in jede Richtung zu passieren. Damit du unseren Kampf stets in Erinnerung behältst, gebe ich dir dies. TM03. Damit haben wir jetzt Aquawelle. Okay, brauchen wir nicht. Damit kann das gegnerische Pokémon mit Ultraschallwellen verwirrt werden. Ja, Kyogre kann diese Attacke. Und nun wurden wir eingetragen. So, jetzt können wir hier aber runterfallen. Wow. Hier wären aber eine Menge Trainer. Mal gut, dass ich nicht runtergefallen bin. Ich glaube, es wäre doch noch etwas lustig geworden. Tja, das war eine schnelle Arena. Meiner Meinung nach viel zu schnell. Aber gut, Problem gelöst. Hui, du hast Juan besiegt. Von dem man sagt, er sei der beste Trainer in der Hoenn-Region. Das haben wir gesehen, der hat ja gar nichts gehabt. Okay, schau auf meinen Trainerpass nach. Deinen Trainerpass nach. Wenn du alle Orden erhalten hast, kannst du die Pokémon-Liga herausfordern. Jetzt weiß ich wieder, welches Wort mir gerade nicht einfiel. Gut, wir sind bereit für die Pokémon-Liga. So, Quatsch. Hier wollen wir drauf gucken. Ja, wir sehen alle 8 Orden. Und wir haben sogar 98.949 Poké-Dollar. Also eine Menge Geld, was wir aufwärts noch ausgeben sollten. Und wir spielen schon 22 Stunden, 32 Minuten. Eine gute Zeit eigentlich. Also ich finde schon, wir sind recht gut durchgekommen mit der Zeit. Ja, ein bisschen habe ich auch offscreen machen müssen. Aber es waren ja noch ein paar Kleinigkeiten. Gut. Ach so. Okay. Achso, das ist wahrscheinlich für die Ruhmshalle. Hier werden dann wahrscheinlich die Pokémon eingetragen, mit denen man die Top 4 besiegt hat. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Okay, soweit so gut. Ab zum Pokémon Center.
die Arena haben wir wirklich schnell gelöst. Und somit können wir jetzt wirklich... Ja, wir können noch mal gucken, ob wir die legendären finden. Aber ich meine, Kyogre konnte ich ja nicht finden. Und hier gibt es ja keine spezielle Höhle wie, wie gesagt, in Alpha Saphir, wo wir Kyogre begegnen und bekämpfen könnten. Deswegen frage ich mich, wo Kyogre jetzt abgegangen sein könnte. Ich will jetzt auch nicht das gesamte Gewässer absuchen. Da würde ich wahrscheinlich Jahre brauchen. Ich meine, ich kann es ja so machen. Na, ich werde mal gucken, wie ich jetzt vorankomme. Ich werde ja jetzt als nächstes dann, ja, Richtung Siegelstraße gehen. So. Machen wir wieder bewegen. Nehmen einmal Igel mit. So. Doch, sobald ich diese Wasserpfeiler hochgehe, muss es eigentlich möglich sein, dass ich da wieder die Pokémon wechseln kann. Weil ich nämlich vorhabe, ja, Link-Fan auch nochmal mitzunehmen. Oder eventuell Trash mit für die Siegelstraße mitzunehmen, damit ich ihn auch nochmal, ja, entwickeln kann. Ich hoffe, dass es recht schnell ist. Ja gut, Link-Fan Level 37. Ist natürlich blöd, wenn ich ihn jetzt nicht level. Einerseits schon, andererseits... ich müsste eigentlich Link-Fan mitnehmen in die Siegelstraße. Weil bei den Challenges, die mich in den Top 4 erwarten, die Igel da ausgesucht hat, da brauche ich auf jeden Fall gut gelevelte Pokémon. Das habe ich ein Problem. Das zeige ich euch jetzt schon mal. Na gut, wir können den PC erstmal ausschalten. So. Okay, dann bringen wir jetzt auf jeden Fall, nein, das sind die Basis-Items. Vor allem sind ganz unten, dann bringen wir jetzt erstmal Tentara Kaskade bei. Es gibt hier definitiv zu viele Wasserattacken. So, Tentara. Ja. Und wir verlieren wir jetzt Säure. So, dann bist du ein reines Wasserattacken-Pokémon. Wunderbar. Wir können jetzt endlich Kaskaden. Dann können wir endlich nach Prachtpolis City. Tja, dann lassen wir jetzt hier alles stehen und liegen. Die legendären werden wir auf jeden Fall auch noch auskundschaften, was die sind. Aber wie gesagt, dazu muss ich erstmal wissen, ja, was jetzt mit Kyogre ist. Weil wenn wir Kyogre nicht finden, dann gehe ich fast davon aus, dass wir Groudon genauso wenig an seinem Platz finden. Ich glaube auch kaum, dass sie am Berg sind. Oder man braucht diese Steine. Dass wir quasi erst zum Pyroberg müssten, um entsprechend diese Steine zu kriegen. Und dass wir dann die Pokémon erstmal treffen können. Das würde Sinn ergeben. Egal, wir machen uns trotzdem erstmal auf den Weg nach links. Und dann kann ich erstmal gucken, ob ich das mache. Also wir gehen erstmal nach Prachtpolis City, damit wir da schon mal... Ja, nicht mehr nochmal hin müssen. Dann haben wir diesen Weg schon mal, müssen wir noch hinfliegen. Und ja. Und wie ich sage, ist das Problem auf jeden Fall einer muss. Auch ganz nett. Auch schon mal erledigt. So. Jetzt muss ich aber gerade erstmal gucken, wo ich jetzt lang schwimmen muss, genau. Okay, wir müssen uns quasi im Prinzip größtenteils rechts halten und dann nur ein Stück nach unten da. Aber wir bekommen gerade wieder viel zu viele wilde Pokémon. Das gefällt mir gar nicht. So, und tschüss. So, weiter surfen wir hier lang übers Meer. Und bald kommen wir Richtung Pokémon-Liga an. Aber jetzt will mich schon wieder ein Seemon bekämpfen und ich singe immer noch das Lied, obwohl ich kämpfe gerade. Egal. So, weg sind wir. Aber diese Surfer-Melodie ist einfach toll. So, ich glaube, ich sollte noch nicht an Land gehen. Ich halte mich lieber noch im Wasser. Ich glaube, ich muss hier sogar tauchen. Scheiße. Das dürfte jetzt lustig werden. Das dürfte jetzt wirklich lustig werden, weil ich ja unter Wasser nichts sehe. Na, hoffentlich kommen wir da durch. Ich habe gerade ein bisschen Angst.
Muss ich ehrlich sagen? Ja, muss ich. Muss nämlich jetzt auf der anderen Seite wieder rauskommen. So, deswegen schauen wir mal, ob ich diesen Weg finde. Okay, hier ist doch nichts. Ah doch, da ist es. Okay. Ich wusste doch, etwas in der Art ist hier. Aber gut, ich wusste nicht, dass es oben ist. Das war jetzt mein Problem. Das war doch hier. Ich bin noch nicht viele Schritte gegangen, um jetzt da dran vorbeigeschwunden zu sein. Oder bin ich jetzt echt zu blöd? Scheinbar ja. Oh, okay, doch. Da haben wir's. Okay. Scheinbar bin ich doch zu blöd zum Schwimmen. So, hier muss es jetzt aber sein. Wunderbar, jetzt haben wir's. Wenigstens sind diese Wasserwege nicht so groß, aber es ist halt trotzdem etwas blöd. Ich glaube aber, ich schwimme den falschen Weg. Sieht mir gerade stark danach aus. Na gut, dann müssen wir nochmal zurück. Oder soll ich doch hier nochmal weiter schwimmen? Ich gucke mir das erstmal hier an. Aber nee, das sieht mir falsch aus. Aber wir können trotzdem mal gucken, was in diesem Pokéball drin ist. Ein Kingstein. Brauchen wir nicht. Wir haben keinen Lamus, wir können zwar eins fangen, aber trotzdem. Na gut, dann kann ich hier erstmal wieder verschwinden, wenn mich das Spiel lässt. Okay, nur ein Level 8 Onix. Das bringt ja gar nichts. Ne, Level 8 ist definitiv viel zu wenig. Aber gut, ab geht's. Tauchen. Wir tauchen so gern. So. Ja, wir wollen nach oben. Gut, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich den Weg hier finde. So, und ich will jetzt ignorieren. So, was haben wir gekonnt hingekriegt? Okay, hier geht's aber trotzdem nicht weiter. Wir müssen irgendwie nach rechts kommen. Das heißt, irgendwo ist noch ein Weg. Wahrscheinlich muss ich da doch tauchen. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Oder kann ich hier drum rumschwimmen? Ne, hier ist eine komplette Sackgasse. Na toll! Gut, dann müssen wir tatsächlich da einmal tauchen. Dann bleibt uns da eigentlich nichts anderes übrig. So eine Scheiße. Ah, wenn man solche scheiß Wege schwimmen muss, das ist schrecklich. Warum ist hier überhaupt alles überflutet? So. Bin ich froh, wenn ich wirklich die Liga erreicht habe. Also zumindest, dass ich da wirklich nicht mehr diesen Weg hinschwimmen muss. Das wird ein Segen sein. So, jetzt nochmal ab und das Wasser. Wo ich hier wirklich irgendwie noch zu viel kriege bei diesen ganzen Gewässer. So, jetzt ab nach oben. Frage ich mich aber, wo ich dann jetzt lang muss. Ich muss nach unten. Das ist so schrecklich, wenn man den Weg erstmal finden muss. Ich hab so eine scheiß Orientierung und ich weiß nicht, wohin. Ich muss echt sagen, dieser Wasserweg ist wirklich bescheiden gebaut. Also für Leute wie mich sind die nicht gemacht. So, nochmal unter das Wasser, weil es so schön war. Ich tauche echt bald hier in diesem Spiel so gerne, dass ich es echt nicht mehr sehen kann. Bin ich froh, wenn wir wirklich in Prachtpolis City angekommen sind. Obwohl es ja nicht mal eine richtige Stadt ist, wenn man es mal so sieht. Moment, jetzt muss ich einmal hier drumrum. Und weiter nach unten. Genau, hier ist Route 128. Dürfen wir schon nach rechts gucken?
das der richtige Weg? Ja, dann würden wir sogar da endlich hinkommen. Gut, man sollte sich also wirklich von manchen Wegen nicht in die Irre führen lassen hier. Aber ich meine schon, dass das auch so war, dass man da viele Wege gleich noch tauchen muss. Hallo, Apollo! So, aber dich werde ich jetzt leider auch wieder ignorieren. Deswegen bye-bye. Ach, hier nochmal zwei Schwimmer. Moment, die kriege ich ignoriert. Ich will nur nach Pragpolis City. Deswegen sind mir jetzt die Trainer gerade scheißegal. Ich will jetzt nur noch da ankommen. Danach nehme ich gerne wieder jeden Trainer mit, der mir über den Weg läuft. Aber jetzt gerade habe ich echt keine Lust auf Kämpfe. Ich muss hier gerade schon ziemlich viele wilde Pokémon begegnen und ich bin nur nach Pragpolis City. Mehr will ich gar nicht. Wenn das schon zu viel verlangt ist, dann könnt ihr mich mal. Aber wir sind da. Okay. Habe ich das für echt falsch im Kopf, dass man irgendwie einen Unterwasserweg dahin schwimmen musste? Okay. So kann man sich täuschen. Dann war es irgendwas anderes, was ich da im Kopf habe. Aber okay. Prachtpolis City, das Paradies der Blumen, des Meeres und der Pokémon. Ja, vor allem, diese Stadt hat nur ein einziges Pokémon-Center. Und das nennen die als Stadt? Das nennen die als Stadt? Das nennen die eine Stadt? Wenn ihr meint. Okay, heilen wir nochmal die Pokémon. Dann können wir Tentara wenigstens jetzt erstmal ablegen. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Oder? Ne, eigentlich nicht. Ich überlege gerade, war in der Siegestraße irgendwie ein Wasserfall? Ich kann mich jetzt nicht dran entsinnen, dass da einer war. Wenn da einer ist, dann brauche ich es ja noch. Weil Adventure Holmes will ich das jetzt nicht unbedingt beibringen. Weil Biss wäre vielleicht nicht verkehrt, als Unlichtattacke noch zu haben. Ich habe ja sonst nichts anderes als Unlicht. Hör mal diese Entscheidung. Ich bin mir gerade echt unsicher. Moment, Moment. Ich schau mir gerade mal kurz an, was ich überhaupt jetzt noch bei Adventure Homes für Attacken habe. Stärke war es noch, okay. Das heißt, wir könnten Stärke notfalls überschreiben. Aber ich weiß nicht, wo dieser scheiß Attackenverlerner ist. Das ist gerade mein Problem. Eine VM auf eine VM überschreiben geht ja nicht. Weil ich habe jetzt Stärke schon Gengar mit beigebracht, deswegen dann könnte ich das in dem Fall so belassen. Ich glaube nicht, dass das geht. Naja, 80 Angriff wäre eigentlich nicht schlecht. Gucken wir mal, ob es geht. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Nein. Ich brauche den Attackenverlerner. Also wenn ich wirklich Kaskade brauche, dann... Deswegen, also ich weiß jetzt echt nicht mehr. Und ich brauche auf jeden Fall diese Team-Pokémon. Gerade weil die Siegestraße jetzt quasi der letzte Ort ist, wo ich die Pokémon noch hochleveln kann. Da will ich möglichst jedes dabei haben. Ah, das ist eine Scheiße. Okay, ich hole aber Linkfan schon mal ab. Und dann werde ich mal gucken, ob es hier irgendwo den Pokémon Lehrer, also Verlerner gibt. Das werde ich dann wirklich gleich mal nachgucken. Weil ich weiß jetzt nicht, wo der ist und deswegen. Tatara, du hast auf jeden Fall deinen Dienst getan. Dich brauche ich jetzt nicht mehr. So, und dann kommst du mit. Und dann habe ich auf jeden Fall erstmal wieder mein Team zusammen. Und dann würde ich sagen, wenn wir im nächsten Fall auf jeden Fall den Attackenverlerner suchen und eventuell uns um die Legendären kümmern. Also mit der Siegestraße lassen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Deswegen sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Und dann werden wir uns bald auf hoffentlich interessante legendäre Pokémon freuen. Mal schauen, was es wirklich ist. Falls das wirklich klappt, was ich da vermute. Ansonsten
gucken wir mal, was das wird. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder und dann sehen wir, was wir machen werden. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.